Ja, aber Markus, es gibt noch eine andere Möglichkeit, Fahrzeug kontaktlos bei uns abzugeben. Mir kommt auch gerade der Uli und sein Vater vom Hohn- und Bringdienst, der holt die Fahrzeuge zu Hause beim Kunden ab, wickelt die Aufträge dort ab und bringt die Fahrzeuge in die Werkstatt und nach Reparatur wieder zurück. Dann fange ich mir den Uli jetzt einfach mal ab. Uli, servus. Hallo. Grüß dich. Du bringst ein Auto vom Kunden mit, hat mir der Ralf gesagt. Ja, wir haben jetzt den Service, dass wir auch die Kunden zu Hause besuchen, das Auto direkt da abholen. Für viele Leute ist es halt besser, wenn sie das Auto geholt bekommen und zu Hause bleiben. Okay. Und was macht ihr in dem Fahrzeug, damit wir möglichst wenig dreckig machen und hygienisch vorgehen? Ja, wir haben Schoner dafür. Auf der Seite die Schoner für die Öffner und für den Griff, für das Lenkrad, Schalthebel und für die Handauflage. Und natürlich für den Sitz. Und das wird gut angenommen von den Kunden? Ja, sie sind froh, dass sie im Haus bleiben können und ihren Service quasi wie von Geisterhand erledigt bekommen. Danke dir für die Infos und bleib gesund. Du auch. Mach's gut, Uli. Tschüss. Ciao.